Hallo ihr Lieben, auch heute habe ich noch mal eine Buchvorstellung für euch und heute soll es um Twisted Love, den zweiten Teil der Sinners of Saint-Reihe gehen und ich wünsche euch wie immer viel Spaß beim Video. Auch in diesem Video nochmal die Info vorweg, es ist sonnig mit vielen großen Wolken, das heißt, ich werde hell, dunkel, hell, dunkel, hell, dunkel. Es lässt sich leider heute aufgrund des Wetters nicht vermeiden, ich habe hier heute schon in jeder Ecke gesessen von diesem Raum und habe geguckt, ob es irgendwo anders ist, wenn ich an einer anderen Stelle sitze mit dem Licht, aber ich verliere überall, egal wo ich sitze. Ich habe vorhin auch schon vor der Softbox gesessen und habe da versucht, das auszugleichen, aber auch das funktioniert nicht und deswegen habe ich mir gedacht, gut, wenn du mit den Lichtschwankungen leben musst, kannst du dich auch vors Fenster setzen, weil das Licht ist einfach angenehmer, als wenn die Softbox mir ins Gesicht knallt. Und deswegen leben wir jetzt heute einfach nochmal mit hell, dunkel, hell, dunkel. Und ja, heute soll es um Twisted Love, den zweiten Teil der Sinners of Saint-Reihe gehen von L.J. Sheen. Ich habe dieses Buch netterweise vom Verlag zur Verfügung gestellt bekommen. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle auch nochmal an den Verlag. Ich habe mich riesig gefreut, dass ich dieses Buch wieder bekommen habe und lesen durfte. Ich habe ja den ersten Teil, Vicious Love, auch schon vom Verlag netterweise bekommen und habe es dann gelesen und war halt nach Vicious Love sehr gespannt auf Twisted Love, denn man lernt die Charaktere aus dem zweiten Teil im ersten schon kennen und man weiß schon, um wen es geht und man kann die Dynamik zwischen den beiden und was da alles so passiert ist, auch schon erahnen. Und ja, deswegen war ich sehr gespannt auf den zweiten Teil. Und ich werde euch wie immer als allererstes erzählen, worum es in diesem Buch eigentlich geht. Im zweiten Teil der Sinners of Saint-Reihe Twisted Love geht es quasi um die Schwester unserer Protagonistin aus dem ersten Teil Vicious Love, nämlich um Rosie LeBlanc oder LeBlanc. Ich habe keine Ahnung, wie man diesen Namen ausspricht. Ihr wisst, ich und meine Namensaussprache, wir sind nicht so die dicksten Freunde. Also es geht um Rosie und Rosie ist wie gesagt die Schwester der Protagonistin aus dem ersten Teil. Und Rosie ist ein ganz besonderer Mensch, denn Rosie ist von ihrer Geburt an krank. Sie hat Mukoviszidose und sie weiß, dass sie dadurch kein langes Leben hat und dass ihr dadurch kein langes Leben prognostiziert wurde. Und Rosie ist aber eine Kämpferin und sie hat halt nie aufgegeben. Und so hat sie eine Ausbildung zur Krankenschwester angefangen, weil sie halt gerne anderen helfen möchte und diese Ausbildung musste sie dann aber leider beenden, weil es halt aufgrund ihrer Krankheit nicht mehr möglich war und deswegen arbeitet sie nun ehrenamtlich auf einer Säuglingsstation und hilft halt die Frühchen zu versorgen und leistet da halt für sich ihren Beitrag für die Gesellschaft und nebenbei arbeitet sie noch in einer Bar. Rosie wohnt in New York und wohnt in einem Apartmenthaus. Dieses Haus gehört quasi mit dem Verlobten ihrer Schwester, weswegen sie dort für einen sehr günstigen Preis wohnt kann. Und ja, der einzige Haken ist, dass in diesem Haus ebenfalls Dean arbeitet. Und Dean ist ein Mann, in den Rosie schon zu Teenager-Zeiten sehr, sehr verliebt war. Und sie merkt auch heute noch, dass ihre Gefühle für ihn immer noch da sind. Denn sie merkt halt, dass da eine ganz gewisse Anziehungskraft zwischen den beiden ist. Aber Dean hat sich damals nicht für sie, sondern für ihre Schwester entschieden. Und das ist so ein Punkt, den sie ihn A, einfach nicht verzeihen kann. Und zum anderen möchte sie nicht, dass ihre Schwester etwas Falsches von ihr denkt, wenn sie mit dem Ex-Freund von ihr etwas anfängt. Und dadurch ist Dean für sie tabu und Dean hat sich auch zu einem Menschen entwickelt, mit dem sie nicht unbedingt etwas anfangen möchte, mit dem sie nicht unbedingt eine Beziehung aufbauen möchte. Also wenn sie ihn sieht, sie grüßt ihn, weil sie ihn halt kennt, aber mehr will sie da auch wirklich nicht irgendwie an sich ranlassen, denn Dean ist ein Womanizer wie kein anderer und er vernascht jede Nacht quasi eine andere Frau, manchmal sogar auch zwei und das ist Rosie auch einfach alles zu viel. Sie kommt damit nicht zurecht, sie kann damit nicht umgehen. Sie weiß nicht, was in ihm vorgeht, dass er halt so ist, wie er ist und hält sich deswegen auch von Dean komplett fern und will mit ihm, was das betrifft, auch nichts zu tun haben. Wie gesagt, sie merkt halt immer noch, dass da diese gewisse Anziehungskraft zwischen den beiden ist, aber sie weiß, dass Dean ein Mann ist, mit dem sie niemals etwas anfangen könnte und der halt für sie aufgrund der Beziehung von ihrer Schwester und ihm sowieso tabu ist. Aber wir hätten hier keine Liebesgeschichte, wenn es nicht auch noch Deans Seite gäbe. Und Dean weiß, dass er in der Vergangenheit einen großen Fehler gemacht hat und er bereut ihn zutiefst und es verletzt ihn zutiefst, dass Rosie nichts von ihm wissen möchte und er hält sich halt auch, soweit es geht, von ihr fern, weil er weiß, er würde ihr nicht gut tun, denn er ist, wie gesagt, kein Mann für eine Beziehung. Er weiß, dass er mit seinen Frauengeschichten übertreibt und er trinkt halt auch sehr, sehr viel und er kommt mit seinem Leben halt auch einfach nicht so zurecht, was auch noch mit seiner Vergangenheit zusammenhängt und seiner Familie.
und er redet aber mit niemandem darüber. Und aufgrund Verkettung von Ereignissen landen die beiden quasi zusammen in einer Situation, wo sie miteinander reden müssen und wo sie miteinander umgehen müssen, um halt sich gegenseitig auch zu stützen und sich gegenseitig auch zu helfen. Und beide merken in dieser Situation, dass hinter der Fassade des anderen doch noch so viel mehr steckt. Und ja, was sich dann aus dieser Situation entwickelt und wie die Geschichte mit den beiden so funktioniert und was alles noch so dahinter steckt und was es in Deans Vergangenheit gibt, was ihn halt so aus der Bahn geworfen hat und wie es mit der Krankheit um Rosie steht, das ist es halt alles, worum es in diesem Buch schlussendlich geht. Und ich kann nur sagen, dass mir die Handlung wirklich im Großen und Ganzen richtig gut gefallen hat. Ich finde, die Autorin hat es hier geschafft, einen komplett auf die falsche Fährte zu locken. Ich habe wirklich die ganze Zeit gedacht, dass ich weiß, was Deans Geheimnis ist. Ich habe wirklich so von den ersten 50 Seiten an habe ich so gedacht, ah, das ist so ein ganz klassischer Ansatz und da steckt das und das da dahinter. Aber total falsch. Ich habe total falsch gelegen. Die Autorin hat eine ganz andere Geschichte damit erzählt, aber sie hat einen damit einfach voll auf die falsche Fährte gelockt. Und das hat mir so gut gefallen, dass sie mich da so überrascht hat und dass sie mich da so auf die falsche Fährte gelockt hat. Das fand ich so mega cool, weil das muss man heutzutage erstmal schaffen, weil ich habe schon viel gelesen und ich kenne viele Ansätze in Liebesgeschichten. Und wie gesagt, das war so ein Ansatz, womit ich nicht gerechnet hätte und was mich wirklich total überrascht hat. Und das finde ich so, so cool. Und deswegen liebe ich dieses Buch gleich noch ein Stückchen mehr. Also was die Handlung der Geschichte betraf, fand ich es einfach großartig. Ich fand den Verlauf der Geschichte gut. Ich fand, wie sich das Ganze entwickelt hat, gut. Ich fand die Problematik in dieser Geschichte gut. Ich fand die Probleme, die sich aufgrund von Rosies Krankheit auch entwickelt haben, diese Probleme, die sie aufgrund ihrer Krankheit auch mit ihrer Familie hat, ich fand das super aufgegriffen. Ich konnte Rosie so gut verstehen und ich konnte halt aber auch ihre Familie wirklich gut verstehen. Und ich finde, die Autorin hat da wirklich eine ganz, ganz tolle Geschichte erzählt. Und wie gesagt, sie hat es aufgrund ihrer Wendungen immer wieder geschafft, dass man da dran bleibt, dass man wissen will, was passiert. Und auch gerade, wie gesagt, was hinter Dean noch alles steckt und was sein Geheimnis eigentlich ist. Damit hätte man jetzt auch nicht unbedingt gerechnet. Und wie gesagt, was das eine betrifft, hat sie mich ja komplett auf die falsche Fährte gelockt. Also was die Handlung betrifft, kann ich wirklich nur sagen, hat mir mega gut gefallen, hat mich super überrascht und fand ich einfach wirklich großartig. Ich fand, der zweite Teil steht dem ersten in nichts nach. Ich fand Wishes Love ja auch wirklich ganz, ganz toll, weil es einfach mal was anderes war von der Geschichte her und genauso verhält es sich mit Twisted Love. Und ich finde bei den Büchern wirklich, dass andere ist für mich die ganze Ausdrucksweise und der Schreibstil in der Geschichte. Ich komme als nächstes mal gleich zum Schreibstil, denn L.J. Sheen hat einen sehr offenen, sehr derben, sehr obszönen Schreibstil. Also wer wirklich Probleme mit dem Wort Vögeln und Ficken und keine Ahnung was hat, der sollte diese Bücher nicht lesen, denn diese Bücher sind wirklich von der Ausdrucksweise her schon relativ hart, aber sie sind dadurch wirklich klar auf den Punkt. Und die Männer in diesen Büchern, also die vier Hot Holes, um die es jetzt erstmal geht in den ersten drei Teilen, die sind wirklich ehrlich und offen und die sagen, was sie meinen. Und das sind halt Männer, die dir klar auf den Punkt in die Fresse klatschen, was sie halt von einer Situation oder einem bestimmten Menschen denken. Und das finde ich gut. Also das mochte ich auf jeden Fall total. Also wie gesagt, es ist für Leute, die wirklich Probleme mit so einer obszönen Aussprache haben und mit so einer derben Aussprache, mit so einer harten Aussprache, für die ist dieses Buch absolut nichts. Den würde ich wirklich raten, lass die Finger davon. Aber ich fand es wirklich toll, weil es ist einfach mal was komplett anderes zu dem, was ich sonst immer lese zu den Büchern. Und ich mochte es sehr. Und wie gesagt, ich fand die Handlung auch einfach großartig. Ich finde die Charaktere toll. Wie gesagt, ich fand Rosie als Protagonistin in diesem Buch wirklich super. Also ich fand, sie ist einfach eine Kämpfernatur und man hat sie am ersten Teil schon kennengelernt und ich fand, im ersten Teil ist sie noch nicht so rübergekommen, wie sie eigentlich ist. Also ich muss sagen, im ersten Teil mochte ich sie eher weniger, weil sie da für mich wirklich eher so wie so eine Zicke rübergekommen ist, die ihre Schwester auch einfach nicht versteht. Und wenn man dann aber hier im zweiten Teil hinter diese ganze Fassade blickt und da gezeigt wird, was eigentlich alles so da dahinter steckt und warum sie so ist, wie sie ist. Ich finde, das zu entdecken und herauszufinden, das war einfach nochmal ganz, ganz klasse. Und wie gesagt, ich fand Rosie als Protagonistin wirklich toll. Sie war mir super sympathisch und auch gerade die Sache mit ihrer Krankheit, dass sie da so ein starker Mensch trotzdem ist und trotzdem noch ehrenamtlich in der Kinderklinik arbeitet, das also fand ich wirklich toll. Also da, was das betrifft als Protagonistin, sie trägt die Geschichte super und ja, fand ich einfach großartig. Was Dean betrifft, bei Dean ging es mir wie bei Wishes. Ich habe gedacht, boah, was ist das denn für ein blöder Penner, ey.
Alter, was ist das denn für ein Kunde? Und so ging es mir mit Wishes am Anfang auch. Und natürlich entwickelt sich auch Dean in der Geschichte weiter. Gerade was seine Beziehung zu Rosie betrifft, merkt man halt wirklich, wie sehr er sich verändert. Und ich fand es einfach so schön zu lesen. Und das hat mir auch im ersten Teil ja schon wirklich großartig gefallen, wo man auch gesehen hat, wie Wishes sich verändert in Bezug auf Emilia. Und ich fand es einfach wieder gut. Also ich finde, ich fand es einfach wieder super. Ich finde, die Autorin hat das super gemacht und ja, hat mir einfach sehr, sehr gut gefallen, was die Charaktere betraf. Auch was die Nebencharaktere betrifft, haben wir hier Vicious und Emilia wieder mit am Start. Natürlich auch Jamie und Melody. Die Geschichte von Jamie und Melody, Rook Love, gibt es ja aktuell nur als E-Book. Die habe ich aber auch schon gelesen und auch die war wirklich eine schöne, süße Geschichte. Das ist nur so eine Kurzgeschichte von, ich glaube, 180 Seiten hatte dieses Buch. Aber wen die Geschichte von Jamie und Melody interessiert, weil die beiden sind ja bei Vicious Love schon ein Paar. Wen die Geschichte von den beiden interessiert, der sollte sich das E-Book auf jeden Fall mal noch mit angucken. Für mich gehört es einfach da dazu, deswegen habe ich es auch mitgelesen. Wie gesagt, ich fand die Geschichte von Jamie und Melody süß, die war ganz okay, war aber jetzt keine Geschichte, die mich jetzt extrem umgehauen hat, so wie die jetzt von Rosie und Dean oder die von Emilia und Vicious und die Sonne haut ab. Ja, kommen wir aber mal zurück zu Twisted Love auf jeden Fall. Ich fand, wie gesagt, die Geschichte gut, ich fand den Schreibstil toll, ich fand das Setting, wir haben hier wieder das New Yorker Setting, wie auch im ersten Teil zum Teil und dann haben wir wieder Todos Santos in Kalifornien, die Stadt der Reichen und Schönen, wo unsere Charaktere noch sind. Und ich muss sagen, ich konnte mir das Setting wieder super gut vorstellen. Ich war vom Setting her sofort wieder dabei. Ich wusste sofort wieder, wie diese Villen aussehen und wie diese Stadt halt auch aussieht, dieses Todos Santos oder so, wie auch immer das heißt, wo die da wohnen. Und ja, also vom Setting her hat es mir auch wieder richtig gut gefallen, mochte ich sehr. Mehr gibt es zu diesem Buch eigentlich auch nicht zu sagen, außer dass ich die Handlung großartig fand. Ich mochte die Charaktere. Wie gesagt, ich fand die Ausdrucksweise und das Ganze drum und dran, wie die Autorin das schreibt, dieses Derbe, dieses Obszöne, ist einfach mal wirklich eine Abwechslung so für mich zwischendurch, zwischen all den anderen Sachen, die ich lese. Und deswegen hat mir das auch mega gut gefallen. Wie gesagt, vom Setting her mochte ich es auch. Ich fand Twisted Love wieder großartig. Ich mochte ja auch Vicious Love schon sehr. Aber wie gesagt, wer da so ein bisschen empfindlich ist und mit solchen derben, obszönen, plumpen Sachen nichts anfangen kann, der sollte die Finger von den Büchern lassen. Allen anderen kann ich nur sagen, schaut euch die Bücher an. Ich kann euch was das Buch wirklich nur empfehlen. Ich mag sie sehr. Ich freue mich jetzt auf den offiziell dritten Teil. Also das ist Scandal Love. Da geht es um den letzten und vierten der Hot Holes. Und ich bin schon gespannt, was die Geschichte bereithält. Man lernt hier im zweiten Teil auf jeden Fall auch schon den Love Interest von ihm kennen. Also sie, die dann im dritten Teil noch mit drin vorkommt. Und ich bin sehr gespannt auf die Geschichte. Und es heißt nicht für umsonst Scandal Love. Und ja, ich bin da sehr gespannt, was die Autorin mir für uns bereithält. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und wie immer gilt, wenn ihr die Bücher kennt und schon gelesen habt, schreibt mir eure Meinung gerne unten in die Kommentare. Ich freue mich drauf. Ansonsten bedanke ich mich wie immer fürs Gucken, wünsche euch noch eine schöne Woche und wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Bis dann, macht's gut. Tschüss.